Du möchtest deinen Knien und Hüften etwas Liebe geben? Dann mach doch einfach bei meinem kleinen Knie- und Hüft-Mobility-Flow mit. So, wir starten unten auf dem Boden. Alles, was du brauchst, sind 2 Quadratmeter Platz. Und ich habe jetzt hier meine Kuschelsocken angezogen, richtig schön, farblich passend in braun. Deine Füße müssen ein bisschen rutschen können. Also wenn du jetzt Socken an hast und zum Beispiel auf dem Parkett unterwegs bist, Laminat, Fliese, das funktioniert super. Die Übungen sind nicht ganz einfach. Wenn die dich überfordern, dann guck doch einfach mal hier unten im angepinnten Kommentar und starte mal deine Mobility-Reise ganz am Anfang mit unserem Mobility-Programm für Anfänger. Das Ganze, was wir jetzt machen, soll nämlich nicht in Stress ausarten, sondern ja, so eine gewisse Softness soll sich da einstellen. Wir starten in der Hocke mit den sogenannten Knee Drops. Wir lassen die Beine zur einen Seite sinken, stützen uns mit dem Arm ab, ja, klappen einmal hierhin um und dann kommen wir wieder zurück in die Hocke, wollen wirklich kurz die Hocke passieren, setzen den Arm nach hinten, klappen zur anderen Seite um 2, 3, 4, also mach so ein bisschen den Weg nach hinten, 5 und komm wieder zurück nach vorne, 6, hier klemmt es mir mal die Hose ein, 7, 8, 9 und einmal noch 10. So, jetzt werden wir dynamisch mal die Knie schön über die Fußspitzen drüber schieben. Dazu rotiere ich jetzt nach rechts, schiebe mein rechtes Knie über die Fußspitze drüber, komme auf den Vorfuß, drehe übers rechte Bein nach links. Links setzt die Ferse ab, das Knie setzt zum Boden ab. Ich schiebe das linke Knie über Fuß. Wenn die Ferse in der Luft ist, rotiere ich rüber zur anderen Seite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, jetzt kommt der schwerste Part. Wir gehen ein bisschen breiter und hier in so ein, ja, so eine breite, tiefe Kniebeuge, fast ein Horse Stance. Und jetzt drehen wir immer ein Bein rein und setzen dort das Knie ab, holen das Bein wieder raus und das gleiche auf der anderen Seite. Ich drehe mal den Rumpf mit. 2, 3, 4. Schön tief bleiben. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und jetzt wird es wieder ein bisschen entspannter. Wir gehen runter in die Hocke. Ganz ähnlich wie am Anfang bei den Knee Drops. Kippen die Beine zur Seite. Ich nehme die Hand jetzt aber deutlich weiter nach hinten. Strecken einmal die Beine. Kommen von hinten wieder zurück. Kippen zur anderen Seite um. Strecken die Beine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und einmal noch 10. Das war der kleine Flow. Du darfst jetzt gerne natürlich noch eine zweite und eine dritte Runde machen von den 4 Übungen. A10 Wiederholungen. Und du darfst mir auch gerne ein kleines Feedback unten in den Kommentaren schreiben, ein Däumchen nach oben geben. Ich bin an dieser Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal.